ein iPad. Ich lese aber außer Konkurrenz, also alle Stimmen für mich, die gibt ihr dann meiner bezaubernden Nichte Anna, die heute den Anfang machen durfte. Ich habe eine Buchbesprechung geschrieben über das Werk eines unbekannten Verfassers oder Verfasserkollektivs, das im letzten Jahr erschienen ist und das nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient. Es handelt sich um das Handbuch zum Medion Nasen- und Ohrhaartrimmer, den Sie vielleicht bei Aldi gesehen haben. Das 24-seitige Handbuch, das dem Nasen- und Ohrhaartrimmer beigefügt war, habe ich regelrecht verschlungen. Es ist die schärfste Satire und zugleich schonungsloseste Gesellschaftsanalyse, die mir seit Jahren untergekommen ist. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich dieses Kleinod in eine Reihe stelle mit Jaroslav Hascheks Abenteuer des braven Soldaten Schweig oder der Berichterstattung der Taz zur Kölner Silvesternacht. Tenor, wir müssen jetzt den Begriff Sexismus neu definieren, damit auch das Alltagsverhalten männlich-weißer deutscher Heteros darunter fällt. Schon im Einführungskapitel wird ohne Umschweife das drohende Unheil beschworen. In einer Rahmenhandlung leuchten mahnende Symbole auf, die der Leser später in der Geschichte wiederfindet. Das Wort Warnung mit Achtungsschild im dunkelgrau gerasterten Kasten weist auf Gefährdungen mit mittlerem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden werden und nur dann, den Tod zur Folge haben können. Vorsicht im weißen Kästchen dagegen bezeichnet geringere Risiken, die, und auch sie nur im Falle der Nichtvermeidung, zu leichten oder moderaten Verletzungen führen. Hier müsste, wie ich finde, noch feiner unterschieden werden. Es können von dem Gerät ja auch Gefahren ausgehen, die zwar sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem harmlos sind. Für diese Kategorie sollte ein Extrasymbol eingeführt werden, zum Beispiel ein mit einem stilisierten Lottoschein gekreuztes Heftpflaster. Die Verfasser des Kompendiums sind mit erstaunlicher Vorstellungskraft gesegnet, im Hauptberuf Thriller-Autoren, die im zugekoksten Zustand Bedienungsanleitungen schreiben, wobei sie sich kichernd am Boden wälzen und durch diesen Zusatzverdienst wiederum den dazu nötigen Schnee finanzieren. Denn ich versuche gerade mir vorzustellen, wie Kinder unter 8 Jahren sich beim Spielen in der Kunststoffverpackung des Kleingeräts verfangen und ersticken. Vor meinem inneren Auge erscheinen Gestalten, die den Haartrimmer, Zitat, in ein mit Flüssigkeit gefülltes Gefäß, Zitat Ende, tunken, um ihn dann, Zitat, zum Beispiel in einem Ofen, Zitat Ende, hohen Temperaturen auszusetzen, Subjekte, die das Gehäuse, Zitat, mit Flüssigkeiten befüllen, Zitat Ende, das Maschinchen zu Boden werfen, es, Zitat, starken Magnetfeldern und Vibrationen, Zitat Ende, aussetzen oder es gar, es schaudert einen, im Freien verwenden. Es sind dieselben Elemente, denen man zutraut, dass sie, Zitat, während des Betriebs schwere Lasten auf dem Trimmer platzieren, Zitat Ende. Seine höchste poetische Verdichtung erreicht der Text mit der Vision, wenn Kinder oder Tiere die Batterie verschlucken. Dann nämlich besteht, Zitat, Gesundheitsgefahr, Zitat Ende. Aber was ist mit mir, wenn es mir, weder Kind noch Tier, jetzt einfiele, die Batterie herauszunehmen und zu verzehren? Und ich nehme voll schlimmer Ahnung die Instruktion zur Hand, ich fände darin nichts. Düstere Einsamkeit senkt sich um den erwachsenen Menschen, der vergeblich nach Rettung blättert. Der Erzähler schweigt. Dieser Fall wird ganz der Fantasie eines verstörten Lesers überantwortet. Vielleicht sollte ich auch mit dem gefräßigen Kater mal ein ernstes Wort wechseln. Habe mich schon lange gefragt, wieso unsere Batterievorräte immer weniger werden. Halt! Da steht es, Zitat. Entfernen Sie die Batterie aus dem Trimmer, wenn sie leer ist. Zitat Ende. Eine Schlüsselszene, die man leicht überliest. Wahrscheinlich ist das der Moment, in dem so viele Menschen in Versuchung geraten, die Batterie zu schlucken. Eine allzu naheliegende Form von Sondermüllbeseitigung. Aber was ist nun davon zu halten? Zitat, wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen scharfen Gegenständen öffnen, kann der Trimmer versehentlich beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor. Zitat, zu spät. Oh weh!
Oh, Ironie! Die Anleitung war ja mit dem zerstörten Trimmer in der Verpackung eingeschweißt. Wer diese Zeilen liest, hat das Gerät ja bereits in blinder Raserei vernichtet. Besser kann man die bittere Erkenntnis nicht illustrieren, dass Literatur immer zu spät kommt. Sie vermag Erklärungen im Nachhinein zu finden, die Exzesse der Gewalt aber nicht zu verhindern. Das Bild auslaufende Batteriesäure, es zieht sich leitmotivisch als roter Faden und tiefenpsychologische Chiffre durch die Erzählung. Eingeweihte erkennen darin den boccaccioschen Falken, das Ding-Symbol aus der Novellentheorie. In immer neuen Variationen wird es aufgegriffen, auslaufende Batteriesäure in Bezug auf Kinder, auf Tiere, das Naturganze und eine mystisch zu verstehende Reinigung des Trimmers selbst. Die Detailfülle der Anleitung, sie ist als Anspielung auf die mosaischen Opfergesetze Levitikus 1 bis 7 zu verstehen. Je mehr Vorschriften, desto leichter wird dann wieder etwas falsch gemacht. Gerade wegen dieser Ausführlichkeit stellen sich dem Leser immer neue Fragen. Darf man einen Schulbus auf dem Trimmer parken? Den Trimmer auf seltenen Kakteen auf einer Kunsteisfläche ablegen? Kann ich das Gerät radioaktiver Strahlung aussetzen? Es als Cappuccino-Schaumschläger hernehmen und dann bedenkenlos in einen Aktenvernichter stecken? Kann man es einfrieren, fotografieren, in einer internationalen Raumstation im Iran verwenden? Es als Farbspritzpistole, Glühlampe, Fieberzäpfchen, Sportgerät, Schnitzunterlage nutzen? Kann man damit Fische entschuppen, archäologische Grabungen durchführen? Je mehr man sich auf diese vielschichtige Lektüre einlässt, desto grundlegendere Fragen des Daseins werden berührt, die die Seele heftig erschüttern.